Was mich eigentlich interessiert ist, was passiert gerade in den USA? Sie wissen mehr als ich, weil in dieser Sekunde laufen die Vorwahlen. Und ganz ehrlich, mein Herz schlägt für Barack Obama. Es gibt Tage, da gehe ich ein bisschen früher. Als Chef habe ich hin und wieder Morgenstermine, früh morgens, zum Beispiel morgen früh um 11. Deswegen gehen wir jetzt mal los. Heute Morgen war auch bereits um 12 Uhr die erste Konferenz. Jetzt ist es gleich 23 Uhr. Das sind unsere beiden Flachbildschirme hier vor dem Newsroom in Berlin. Jeder muss dran vorbei. Wir gehen jetzt mal in die Chefredaktion. Die ist abgesichert, man braucht eine Karte. Da kann nicht jeder rein. Hier ist mein Büro. Morgen um 11 halte ich einen Vortrag und hier sind meine Notizen, die ich mir vorhin gemacht habe. Tja, gucken wir noch kurz in die Küche. Das ist nicht nur für Damen. Das sind die Kaffeemaschinen der Chefredaktion. Ja, wir haben lange überlegt heute, ob wir den Streik groß machen. Hatten bloß das Gefühl, dass die Leute es am Ende doch nicht gerne lesen, dass keine Flugzeuge fliegen, keine Bahnen fahren. Wir haben es natürlich in der Zeitung, aber nicht ganz so groß gemacht. Ich muss sagen, die Geschichte mit Frau Ypsilanti hat uns doch mehr bewegt. Das sind die letzten Gesichter, die wir sehen, wenn wir abends das Haus verlassen. Das ist eigentlich der öffentliche Bereich. Hier kann jeder hin, hier kann jeder Spaß haben. Hier ist die Bildbox, da sitzen die berühmten Kollegen von Bild und verkaufen ihr Merchandising, ihre Bücher, T-Shirts, Bibeln oder so eine schöne Tasse. Kassenautomat. Bei mir wird alles sofort abgebucht, ich muss da nichts reinstecken. Hier ist die wunderbare Garage und jeden Abend stehe ich hier und überlege, wo um Gottes Willen steht mein Auto? Ich denke, ich suche mal. Ich denke, ich suche mal alleine.